Ja, Leute, gell? Fallenbau. Ja, jetzt kennt ihr ja mein Video vor langer, langer Zeit und jetzt vor kurzem das Video, ja, oder heute oder gestern, was ist auf nicht diese Eichenstelle, aber das gehört da dazu. Ja, das war jetzt ein Platz für eine Schlagfalle größeren Ausmaßes. Zum Beispiel für, ja, für was Größeres. Für Wildschwein, für ein Fuchs. Ja, Fuchs genügt die Klonen eigentlich auch, aber für ein Rech zum Beispiel. Oder, ja, was Größeres einfach, gell? Ja, das heißt, ich spanne das da ein. In der Regel, je nachdem, was ich bejagen will, gell, so, aber ich sage jetzt einmal, ideal ist die, solche Fallen nachher. Für größere Sticklern, gell, ist ohne weiteres, ja, das muss man umpassen auf die Höhe, auf was man aus ist. Gell, weil ein Rechel hat eine Schulterhöhe von einem halben Meter ungefähr. Gell. Viel größer ist es ein Rech nicht. Gell. Ja, 60, ja, Rückenhöhe. Ja, mehr ist einfach nicht. Und auf der Höhe, das muss man nachher einfach umpassen mit dem Futter. Aber ich will euch nur sagen, das war ein idealer Platz. Da relativ flach, gell, da kann man umködern, umfuttern. Gell, ja, und nachher kann man das da Eichen bauen. Ja, weil da auf der natürlichen Rieb, heißt man das, ist da umen. Gell, ja, und logisch, wenn man da jetzt auch ich nehme gerade ein Rechel her, einen Apfel und ein gelber Rohrwaufen tut, auf den Auslöser. Nachher darf ich schon sagen, dass sie da drum gehen. Gell? Ja, das wollte ich nur sagen. Gell? Ja, Fallenbau. Nur in Notsituationen, nur in Ausnahmefällen, nicht erlaubt, strengstens verboten. Ja, auch in der Jagd verboten, verböhnt. Und das ist auch gut so. Ja. Deswegen, Leute, nur der absolute Notfall. Aber wir Waldhandwerker, wir Bushcrafter, sollten schon ein paar Fallen kennen. Aber schaut euch mein Video, das kurz davor gelaufen ist wahrscheinlich. Und nachher, man sollte einfach die wichtigsten wissen und kennen. Okay, wir denken Servus. Ein Kanala und ein Katidi. Ja, bleibt gesund, bleibt sauber. Ja, liegt euch nicht selber an und vor allem keine anderen. Und passt aufeinander auf. Servus, viel Dank.